Aloha, hier ist Teng mit einem Geistesblitz für dich. Heute geht es um eine wichtige tägliche Entscheidung. Bin ich eher kreativ oder reaktiv? Wenn ich morgens aufwache, ist das der ideale Zeitpunkt, um kreativ zu sein. Da warten eine Menge Ideen, Eingebungen und Geistesblitze aus der Traumwelt förmlich darauf, hinaus ins Leben zu sprudeln. Ich kann das jedoch prima verhindern, indem ich den Tag reaktiv beginne. Am besten schaue ich erstmal nach in meine E-Mails, bei WhatsApp, Facebook und in all meine diversen Briefkästen, lese meine SMS und höre, was die Mailbox zu erzählen hat. Noch schnell die News und Musik auf die Ohren. Yes, jetzt bin ich hundertprozentig reaktiv und kann verdammt sicher sein, dass mir in den nächsten Stunden oder auch den ganzen Tag nichts mehr Gescheites selbst einfällt. Mein Kanal ist jetzt die perfekte Einbahnstraße, die den Verkehr bevorzugt von außen nach innen regelt. Alles, was noch raus darf, sind Reaktionen auf eingehende Informationen und Nachrichten. Wenn du das nur zu gut kennst und davon ebenfalls die Schnauze voll hast, dann probier es gerne mal andersrum. Und alle Ausreden kannst du dir sparen für deinen Arzt oder Apotheker. Probier es doch mal aus. Beginne deinen Tag kreativ und heb dir alles andere für später auf. Und denk daran, hör auf dein Herz, lächle und sei glücklich.